Servus miteinander und willkommen auf meinem Blog, die Frau am Grill. Ich habe euch ja schon mal ein Video auf meinem Blog gestellt, da habe ich Steckerlfisch gemacht. Und ihr seht hier den Steckerlfischgrüß, so einen hat nicht jeder. Und ich habe euch damals ein Impro-Grill-Video versprochen, wenn man sich einen Steckerlfischgrüß ganz einfach selber baut. Und das zeige ich euch heute. Hier habe ich schon die Steckerl, ich habe 3 Forellen gefangen am Isar-Kanal und die werden wir jetzt zubereiten. Ist da hinten im Garten. Ihr seht im Hintergrund den Balkon. Da steht mein Weber drauf und dort drehe ich sonst immer meine Grillvideos. Jetzt komme ich zu meinem Impro-Grill für den Steckerlfisch. Ihr seid bestimmt schon gespannt. Es ist unglaublich, aber wahr, es handelt sich um einen leeren Bierkasten. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet. Die Kohle glüht. Ich stelle den Bierkasten hier so schräg auf. Optimale Glut habe ich. Hier ist höhenverstellbar durch diese Bierflaschen. Da kann man ein bisschen die Hitze regulieren hernach. Ihr könnt euch vielleicht noch von meinem Steckerlfisch-Video, das ich schon online gestellt habe, daran erinnern an diesen 30 cm 3-Sekunden-Test. Also die Glut ist optimal. Ich kann meine Hand 3 Sekunden 30 cm hier drüber halten, ohne dass ich mich verbrenne. Also stecke jetzt die Fische auf. Ich nehme jetzt einmal die Reihe 2. Optimaler Abstand. Ihr könnt es ja noch regulieren. Ich stecke nur die anderen rein und dann sehen wir uns zum Probieren. So, jetzt schaut euch einmal den schönen Steckerlfisch an. Der ist definitiv besser als auf dem Volksfest. Ich zeige euch jetzt, wie ich den ist. Es gibt verschiedene Methoden, jeder macht es anders. Ich halte ihn hier mit dem Messer fest, ritze die Haut hier am Rücken auf. So, sehr schön knusprig ist er. Riecht gut, sehr gelungen. So, bevor ich jetzt anfange, nehme ich diese Haut und klappe die jetzt erst einmal auf Seiten, weil ich würde retten. Und zwar lege ich es auf die Unterseiten, dass man schön knusprig bleibt an der Oberfläche. So, ich kann es ja kaum erwarten. Ich probiere gleich, Moment bitte. Zitrone drauf. So, und jetzt nehme ich mir da ein bisschen was. Und natürlich eine Haut dazu. Das muss unbedingt sein. Es gibt gute Röstaromen, salzig. Mit Pfeffer schmeckt super. Mhm. Ich würde sagen, es schmeckt nicht. Macht es ja nicht nach. Abonniert nicht meinen YouTube-Kanal und liked es mir nicht auf Facebook. Na, Spaß beiseite. Ist ein Traum. Ihr seht, wie einfach und schnell, dass man so einen Steckerlfisch zubereiten kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns bis bald.